Ja, die müsste ich schnell kaputt machen. Da hast du recht, die müsste ich schnell kaputt machen. Die müsstest du schnell kaputt machen. Nicht. Was ballert denn hier eigentlich? Hier ist doch gar nichts mehr. Ich höre hier irgendwie Einheiten rumballern, aber irgendwie... Wie hört sich das an, dieses Ballern? Keine Ahnung, so pschu, pschu, pschu. Ja, das sind meine Sniper-Bots, die sind sehr gut. So, dann werden wir uns mal weiter vorwagen. Weil hier ist ja eh nichts gebaut, weißt du? Ich habe hier komplett einen Spielraum. So, so. Hast du das? Ja, das Blöde ist, meine Tech-4-Einheiten, weißt du, die sind alle so, so kacke. Die sind so langweilig, die mag ich nicht. Die will ich gar nicht bauen eigentlich, aber... Ja, weil du es jetzt baue ich halt. Alter, das ist, ich bin auf dem Vormarsch und verliere einfach, bis ich bei dir bin, alles. Das reicht doch aus. Das ist, Alter, ich will gar nicht wissen, was da jetzt steht. Sind die nicht brutal? Mein Gott, sind die brutal. Boah, boah, boah. Alter. Ach, ist doch gut dezimiert, hallo? Für Tech, ja. Also das sind Tech-3-Einheiten, die du gerade kaputt machst. Ach. Ach ja, stimmt, da ist ja das Symbol mit dem. Ah, das muss ich noch upgraden, stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Was musst du noch upgraden? Das muss ich noch upgraden, ja. Crawling Action Number One ist das. Number Two. Der Number One war das fliegende Schiff. Ah, okay, oh, jetzt habe ich okay. Keinen Strom mehr. Oh fuck. Oh shit. Jetzt kann ich hier nochmal. Jetzt kann ich ja echt nochmal von vorne anfangen, ey. Oh Gott, echt jetzt? Oh mein Gott. Ja, Mann, das ist voll für ein. Alter. Es tut mir so leid. Was macht der eigentlich? Was machen die da eigentlich? Die stehen total sinnlos da rum und. Ah! Alter, also das dauert schon. Also es dauert echt eine Weile, bis man da richtig reinfindet und da einen ordentlichen Fluss hat, ey. Das stimmt. Also wenn du jetzt gegen Ultra Pro Spieler, der hätte ich jetzt ungefähr in. Der hätte mich schon zehnmal platt gemacht. Der hätte ich jetzt schon. Ja, viermal, okay? Viermal. In 10 Minuten braucht man das schon. Ah, nee, Quatsch, das sind die. Das wollte ich. Du magst echt deine Raketendinger, hä? Du hast so seit dem ersten Spiel, glaube ich, magst du Raketenwerfer, kann es sein? Nö. Ja, einfach mal da und da ein Hinweis, oh, ja, Raketenwerfer immer gib ihn. Das Blöde ist, die schießen nicht automatisch, da musst du den Start selber. Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich. Da ist doch irgendwas, da hat doch gerade was auf mich geschossen. Achso, deine mobilen Raketen, die ballern da wahrscheinlich auf meinen Panzer. Junge. Echt ein Panzer? Alter, was für ein Panzer, ey. Das ist ein besserer Panzer als der Leopard, ey. Das kannst du aber mal glauben. Hallo, this is the future. Ja. Ach komm, Alter, jetzt nehmen wir den. Das kann doch echt nicht so weitergehen, ey. So funktioniert das nicht. Ich muss da echt was. Ich hänge immer zu sehr an einer Stelle fest, habe ich das Gefühl. Ja, das Schlimme ist bei mir momentan, ich weiß nicht, was ich bauen soll, weil ich glaube, jede Aktion, die ich jetzt machen würde, würde dir wirklich das ausbedeuten für dich. Ja, das ist natürlich doof. Ja, eben. Das heißt, was soll ich machen? Ich weiß nicht. Eben, ich auch nicht. Naja, okay. Das Schlimme ist, wenn ich dann irgendwann Langeweile habe, dann fange ich an. Dann wird's dir einfach zu blöd und du machst einfach irgendwas. Genau, dann mache ich nämlich irgendwas und das irgendwas ist dann meistens immer dein Untergang. Mache ich nämlich irgendwas. Dann mache ich das, dann mache ich das. Boah, ja, genau. Hier. Also Supreme Commander ist auf jeden Fall eine Sache, wo man in recht großen Maßstäben denken muss beziehungsweise handeln und einfach es ist halt einfach richtig richtig viel, was man machen muss. Also 100 Leute sind zu wenig, besser 500, okay?
Nicht 10 dicke Einheiten, 500 kleine Einheiten. So, oder am besten 500 richtig dicke Einheiten. Und wenn die dann aufeinander prallen, also ich hatte ja schon auf dieser Map Schlachten, da war in der Mitte einfach nur Materialschlacht. Ja, da ging es wirklich darum, wer hat den längsten Atem, wer weiß, wenn sich die ganze Zeit diese Schlachten aufeinandertreffen, also diese ballte Ladung an Masse, dann kommt es immer wirklich darauf an, wer hat, sagen wir mal, den höchsten Trollwert, ja. Wer ist so hinterrücks und fliegt mit irgendeiner unsichtbaren Sache irgendwo hin und macht ein Ende, weißt? Sonst würde das ewig dauern. Ja, einfach. Geht so ein bisschen raffiniert dazu. Wenn es dann wirklich dann immer nur Schlacht ist, wo es einfach nur darum geht, einfach nur Schlacht und Schlacht, dann sind mehr die Geheimaktionen die besseren Sachen. Also, ja, wo halt Beispiel, keiner weiß, wo halt keiner erwartet, dass das passiert. Genau. Und dann auf einmal ist dein Commander kaputt und du fragst dich, what the fuck, was ist gerade passiert? Lief doch so gut gerade. Ja, genau. Ja, das so ist ungefähr. Auf jeden Fall ziemlich oft. Ist mir schon oft passiert, leider. Aber aus Fehlern lernt man. Richtig, aus Fehlern lernt man. Oh, strategischer Bomber? Wie wär's mal mit ein paar strategischer Bomber? Nur für dich. Was, strategische Bomber? Nee. Ach komm doch, schon. Doch schon. Ja, dieses hört sich jetzt schlimm an, aber ist gar nicht so wild. Wo hab ich keinen Strom? Was ist denn da los? Ja, geh jetzt einfach mal hier hin. Und die. Das ist natürlich irgendwie seltsam. Dann hast du hier Raketenabwehr vorne hingebaut oder was? Hab ich jetzt hey, du hast was kaputt gemacht? Du hast was kaputt gemacht. Was? Ich? Nee. Doch, hast du? Nee, ich hab doch nichts kaputt gemacht. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil da ist was kaputt. Wie, da kann nichts kaputt sein? Nein. Dann ist es wohl eine optische Täuschung, ja. Ja, das ist definitiv eine optische Täuschung. Wieso sehe ich jetzt den Punkt nicht mehr? Hallo? Hey, fällt mir auch was ein. Ja, genau. Stimmt, da hast du recht. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das baue ich. Ja, ich bin auch gerade schlampig beim Bauen, weißt du. Also mich interessiert es auch schon fast gar nicht mehr, wo ich die Gebäude hinsetze. Hauptsache ich habe sie. Das ist auch eine gute Sache. Boah, das ist ja riesig. Alter. Bin mal gespannt. Aha. Hast du eigentlich Freitag frei? Freitag? Ja, Freitag habe ich frei. Ach, warum ist das Leben so ungerecht? Musst du arbeiten? Natürlich. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich echt doof. Ach, hast du jetzt einen Schildgenerator da hingebaut oder wie sehe ich nur. Das? Oh, guck mal meine Bomber, was sie machen. Bam, bam. Oh, wie sie nicht getroffen haben, mein Gott. Hey, ihr macht mal einfach da. Alter! Oh, da ich bin noch nicht mal in der Nähe. Das hab ich gesehen. Das oh, nee. Gesehen, ach, komm schon. Was erwartest du mit deinen drei Panzern, ohne Witz? Was heißt da drei Panzer, ey? Keine Ahnung, was es waren. Das sind ja Schrotthaufen jetzt gerade. Hauptsache, er hat schon wieder. Oh Mann. Ich hab. Ja, das ist so voll die Nervtaktik, was du da machst mit deinen Flugzeugen. Kann das sein? Sagen wir es mal Langeweile, okay? Und irgendwie wird meine Artillerieanlage wird einfach nie fertig. Die wird einfach nie fertig. Hey, das ist eine schwere Artillerieanlage, natürlich. Wie sieht's. Oh nee, die wird nicht mehr fertig. Ah Mann! Tut mir leid, aber sowas baut man auch in seine Base. Ach echt?
Ja, ist Oh. doch vorteilhafter. Deine Base ist wahrscheinlich besser bewacht als da vorne an der Walachei. Ja, ich Es dachte sei sicher, denn, sicher. du hättest jetzt noch ein bisschen Luftabwehr dahin gebaut oder ein bisschen andere Abwehr, ein Schildgenerator vielleicht oder sowas. Wäre cool, wäre cool. Wäre cool, habe ich aber nicht. Ich habe Das, hier zwar einen Haufen nee, pass Luftabwehr. auf, was du da machst, ist zum Beispiel auch Blödsinn. Wenn du auf deinen Schrotthaufen das gleiche nochmal setzt, dann ist schon der Bau fortgeschritten. Hä? Ja, also wenn, sagen wir mal, dein Gebäude ist kaputt gegangen, ja? Sagen wir Ja. mal, die Energie oder deine Artillerieanlage ist jetzt gerade kaputt gegangen. Dann Ja, machst ja. du auf der gleichen Stelle, wo deine Artillerie kaputt gegangen ist, nochmal eine Artillerie hin und dann ist ja schon ein größerer Teil fertig gebaut. Ach so. Aus dem Okay. Schrott kannst du wieder was machen. Aha. Das ist natürlich super. Das finde ich cool. Irgendwie. Praktisch auf jeden Fall. Ja, doch, definitiv. So, jetzt habe ich die. Das ist natürlich auch geil. Mein Gott. Du hast ein Radar, hast du gesagt, wa? Ja. Naja, egal. Ja, ist ja alles egal, weil du gewinnst sowieso. Egal, was Also, ich tue. ich gewinne bestimmt genauso wie das letzte Game. Das sage ich dir. Wie das letzte Game. Das letzte Ja. Game hast du nicht gewonnen, übrigens. Korrekt. Korrekt. Gut, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass ich nicht vergesse. Übrigens, das letzte Game hast du nicht gewonnen. Ah, da war ja was, stimmt. Traurige Sache. Und genau deswegen werde ich jetzt verlieren, weil du es mir einfach nur heimzahlen willst. Das weiß ich jetzt schon. Wenn ich, ja, da du das sagst, eigentlich bin ich schon sehr rachesüchtig. Da habe ich mal einen Klick, Rachesüchtig. ja, wirklich, also. Also, ich bestehe auf meine Rache, immer. Deswegen mache ich manchmal einen Rechtsklick zu viel, weißt Achso, du machst einen Rechtsklick zu viel und damit baust du du. einfach viel zu viele Einheiten, die es eigentlich gar Nö, nicht ich gebraucht nehm einfach hätte. eine Einheit und drücke aus Versehen Rechtsklick auf irgendeine beliebige Stelle auf der Karte. Ach so. Aha. So ist es also. Ja. Moment. 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 Wow. Du nimmst einfach eine beliebige Einheit. Eine x-beliebige Einheit. Er hätte auch ein Supporter sein können, aber. Aber nein, nein, es war dein. Oh, dein experimenteller Klotz. Kulos, bitte. Ich nenne das einfach nur Klotz. Ja, der sieht doch echt scheiße Alter. aus, oder? Der ist, also, ich muss sagen, deine experimentelle Einheit da von Robotern her sieht viel geiler aus und schießt auch viel geiler. Piu, piu, piu. Das macht der gut, oder? Der rasiert dich aber komplett, oder? Alter, der Ohne rasiert mich Schaum. Ohne sowas Schaum. von. Der rasiert mich sowas von, ey. Ja, Ja, du hast doch Röms, bestimmt noch was in Alter. der Hinterhand, oder? Also wenn ich Nein. jetzt nochmal aus Versehen Rechtsklick auf deine Base drücke, hast du doch bestimmt was in der Hinterhand, oder? Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nee. Das Nee. ist schlecht. Ich weiß. Das ist richtig schlecht. Das ist Ja, richtig, richtig das heißt miserabel. Auftrag erkannt. Ja, du wirst eh schon unterwegs sein. Nö, hab's versäumt. Kümmere mich gerade um andere Sachen. Machen wir das mal so. Das so. Dahin, dahin. Ja, ist schon gemein eigentlich, was ich so mache. Gerade für einen Anfänger ist es. Aber ein harter Einstieg ist genau richtig für dich. Ja, der ist verdammt hart, dieser Einstieg, ey. Hart war auf jeden Fall die Atombombe, die mich getroffen hat. Die Atombombe, die halt einfach alles ausgesäbelt hat. Ja, das war schon nicht schlecht. Sag mal, hat dein Koloss gerade irgendwie Schaden bekommen? Weiß ich nicht, achte ich nicht drauf, ist mir auch egal. Hat der? Weiß ich nicht. Deswegen frage ich ja. Wenn nicht genug. Ja.
Aber mach weiter, das wird schon taugen. Warte mal, da fällt mir ein. Ich habe hier hinten auch noch was. Wo steht denn dein Commander? Ach Mist, das reicht nicht. Alter, wir halt einfach hier. Ja, ich sitze halt vor deiner Haustür und keine Ahnung, rasier die Eier, Mann. Ja, ich weiß, du sitzt vor meiner Haustür, das ist ja genau das Nervige. Ja, hättest dich halt mal ein bisschen ausgebreitet. Expandieren, weißt du? Ja, das war der Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. Ich habe einfach zu wenig expandiert. Mhm. Ist auf jeden Fall ganz wichtig. Viel zu wenig expandiert. Und was mache ich jetzt Gemeines? Mei, Alter. Ach, du wolltest doch diese Artilleriestellung bauen. Ach, die baue ich mir jetzt. Wie weit schießt die? Oh, die schießt aber unendlich weit. Aber wenn ich die baue und die fertig ist, ja, dann ist es ein Ultimatum. Super cool. Super cool, mache ich so. Ich werde dir mal gleich sagen, wann es fertig ist. Schutzschilde sind immer gut, ja. Und Schutzschilde supporten noch besser. Oh, Ressourcen habe ich viel. Ich denke mal, ja, so 6 Minuten, 7 Minuten. Was? Was? Oh, Alter, wow, richtig viel Masseverbrauch. Aber das Ding ist, ich habe so viel davon. Oder Wassereinheiten sind auch cool. Es gibt sogar Wassereinheiten, die auf Land laufen können. Das können die Cyberons, ja. Auch cool. Sehr cool, das ist echt nice. Sag mal, dein scheiß Koloss, wie viel hält der bitte aus? Nix mehr. Ja, ich habe ihn jetzt gerade instant die ganze Zeit mit Raketen beschossen. Aha. Ja, wie gesagt, du brauchst mehr Raketenschädigung. Also, da brauchst du schon 10 Stück auf einmal, dann machst du One-Hit, glaube ich. So, dann haben wir die Einheiten und... Ups. Ups, was? Ich habe Rechtsklick gedrückt. Es tut mir leid. Ups, ich habe Rechtsklick gedrückt und ich gehe jetzt instant einfach mal zu deiner Basis, um dich platt zu machen. Ups, tut mir leid. Ja, die gehen jetzt wirklich zu deiner Basis, das ist richtig. Ja, aber wenn du dagegen nichts machen kannst, dann kannst du die Supreme Commander deinstallieren, ohne Witz. Nee, da kann ist, ich nicht. Supreme Commander wird da nicht, den wird da nicht deinstalliert, weil ich bin in der Übungsphase. Ich muss erstmal mit allem klarkommen. Boah. Richtig, ja, das ist halt echt viel. Echt viel. Ja, es ist schon. Aber das Ding ist, das, um dich zu beruhigen, ja, also viele Leute haben damit ihr Problem. Es gibt auch Leute, die spielen das Spiel jahrelang. Und haben es immer noch nicht raus. Weißt du? Weiß ich nicht. Aber die spielen es dann aber auch nur just for fun. Oh. Schrott liegt schon rum hier. Ja, da liegt ein Haufen Schrott rum. So, sieht wenigstens so aus, als ob es da irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Schlacht gäbe. Alter, er mäht alles nieder. Er mäht alles nieder. Alter. Die laufen gerade zu deiner Base, gell? Ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie zu meiner Base laufen. Okay, cool. Und ich weiß, dass ich absolut keine Möglichkeit habe, irgendetwas auszurichten. Na, jetzt erzählen wir. Quatsch. Das glaube ich dir nicht. Doch, ist so. Echt? Ja. Da stehe ich noch näher vor deiner Haustür, okay? Dann sage ich dir mal, okay, da.